Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Assetto Corsa. Und wie ihr unschwer im Hintergrund hören könnt, fahren wir heute unter ganz anderen Bedingungen. Und zwar haben wir hier eine Mod installiert. Und diese Mod, die kann verschiedenste Wettereffekte simulieren. Das heißt Regen, Schnee, Stürme, aber auch einen kompletten Tag- und Nachtwechsel. Und bevor wir hier lange drumherum erzählen, würde ich sagen, steigen wir direkt ins Cockpit ein und fahren heute mal ein Rennen. Und dann kann ich euch ein bisschen was dazu erklären und ein bisschen was zeigen. So. Also, wir fahren hier heute ein Rennen mit den GT3-Fahrzeugen auf dem Sachsenring. Ich hoffe übrigens, dass meine Lautstärke jetzt mittlerweile ganz gut passt. Die hat ja bei den letzten Videos noch nicht so richtig gepasst. Na, hier ist ein bisschen Chaos ist hier. Ja, und wir fahren hier ein Rennen im Regen. Und wie ihr seht, schöne Effekte. Zum einen, klar, die Soundeffekte, die hört man, aber auch Regen auf der Windschutzscheibe, der Scheibenwischer arbeitet korrekt. Und diese Mod, die macht noch vieles mehr. Wir haben hier einen kompletten Tageszeitwechsel, also man kann theoretisch... Oh, da gab es einen Unfall. Ich muss ganz kurz davor erwähnen, bevor ihr euch gleich wundert, die KI hier auf der Strecke arbeitet noch nicht ganz perfekt. Also es gibt hier eine Stelle, wo die immer mal rausfliegen. Es ist hier gleich diese Rechtskurve, bevor es dann bergab geht. So, und das Video soll heute auch mehr dienen, einfach mal so ein bisschen zu zeigen, was diese Mod so kann. Und genau, die Stelle meinte ich, da dreht sich der ein oder andere hier. Warum haben die jetzt gebremst? Naja. Ja, die gesamte Beleuchtung wird im Prinzip hiervon bearbeitet. Das sind eigentlich zwei Mods, und zwar sogenannte Shader-Mods. Das heißt, wir haben zum einen neue Lichteffekte bei den Rückleuchten, bei den Flammen, wenn Flammen aus dem Auspuff kommen, das gibt Lichtkegel ab. Genauso wie auch bei den Bremsscheiben, wenn die glühen, dass die auch in gewisser Weise leuchten und man das auch wirklich dann im Dunkeln sieht. Genauso können wir hier auch unser normales Licht, was wir sonst natürlich auch schon anmachen konnten, können wir anmachen. Wir sehen, dann haben wir hier auch einen richtigen Lichtkegel. Also das Ganze wird dann auch schön hier beleuchtet. Und dementsprechend können wir natürlich auch jetzt schöne Nachtrennen fahren, was vorher nicht möglich war. Das heißt, vorher war es so, dass man den Assetto Corsa immer nur bis spätestens 18 Uhr fahren konnte und dann ging die Zeit einfach nicht mehr weiter. Jetzt können wir einfach komplett im Prinzip von abends die ganze Nacht durch bis zum nächsten Tag ein komplettes 24-Stunden-Rennen im Prinzip simulieren. Und das bietet natürlich nochmal ganz viele neue, ja, Spaßfaktoren hier im Spiel. Und ich finde das Ganze echt beachtlich, wenn man bedenkt, dass die Engine ja jetzt schon ein paar Jahre älter ist und das Ganze eigentlich nicht für die Engine... Also dass die Engine im Prinzip gar nicht dafür ausgerichtet ist. Oh. Jetzt unsere Chance hier am AMG vorbeizukommen. Na? So, wir sind schon auf dem vierten Platz. Ja, das wird jetzt kein bretternstes Rennen hier. Bretthartes Rennen. Aber einfach mal so ein bisschen von der Mod erzählen. So ein bisschen was zeigen. Und wir werden auch noch ein Rennen fahren, natürlich Mittag-Nachtwechsel. Das Ganze werden wir natürlich machen, klar. Und ich werde natürlich auch die Links für die Mod, sowie auch für die Rennstrecke hier, für den Sachsenring, ist ja auch eine Mod, werde ich unten in die Videobeschreibung reinhauen, sodass ihr das Ganze auch gerne mal selber ausprobieren könnt. Anleitungen gibt es für die Mod hier mit den Wettereffekten und dem Tag-Nachtwechsel auch. Das Ganze ist gar nicht so kompliziert. Wenn dann doch noch Bedarf bestehen sollte, kann ich da natürlich auch gerne nochmal ein Tutorial zu machen. Oh. Ja, die Bodenwellen sind hier teilweise noch nicht ganz so perfekt
auf der Strecke, aber das soll uns jetzt heute mal nicht stören. Oh, 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 und voll verbremst. Ja, das war natürlich super blöd. Und die Mod macht schon wirklich echt was her. Also, die holt nochmal eine ganze Ecke hier aus Assetto Corsa raus. Man kann die auch in vielerlei Hinsicht bearbeiten, anpassen. Die gesamte Beleuchtung wird im Prinzip einmal komplett bearbeitet. Also, das ist wirklich eine feine Sache. Und das Ganze halt auch wirklich komplett kostenlos. Also, da muss man sagen, wirklich großes Lob an die Entwickler. Einzige, was ich leider noch nicht hinbekommen habe, man sieht, es wird noch kein Regen aufgewirbelt vom Asphalt, also optisch halt. Diese Gischt, die sonst hinter den Fahrzeugen ist, da muss ich nochmal schauen in den Einstellungen, wie ich das hinkriege. Aber so für den Anfang ist das schon mal ganz schön. Und wir fahren hier bei normalem Regen. Es gibt dann da auch verschiedene Zwischenmodi, es gibt leichten Regen, es gibt starken Regen, es gibt Gewitter, Schneesturm, Sandsturm, Nebel, also das Ganze, auch ein komplett neues System von Wolken. Das macht schon echt was her. So, wir verfolgen jetzt hier gerade den zweitplatzierten Audi R8. Und die Corvette gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ist hier natürlich ein originales Fahrzeug von Kunos. Und ich bin die eigentlich sehr, sehr selten gefahren. Ich glaube erst ein, zwei Mal. Aber die macht wirklich Spaß, lässt sich schön fahren, hat ordentlich Kraft, einen schönen, kernigen Sound. So, zwei Runden haben wir noch. Mal sehen, ob wir hier noch auf den zweiten oder sogar ersten Platz kommen. Jetzt mal hier über die Außenbahn probieren. Ja, das sollte klappen. Obwohl, na, die bleiben hartnäckig. Da hätte ich ein bisschen länger auf dem Gas bleiben müssen, aber jetzt haben wir ihn. Jetzt waren wir hier auf der Innenbahn und jetzt haben wir ihn. Die sind sowieso, man merkt es, die KI ist ja auf der Modstrecke noch nicht ganz perfekt unterwegs. Die könnten hier ein bisschen mehr riskieren, das stimmt schon. Aber ich finde so, zum Fahren ist das mal eine schöne Abwechslung. Oh, oh, oh. Ich wollte einfach mal eine andere Strecke nehmen und mir gefällt der Sachsenring eigentlich echt gut. Und ich finde es schade, dass der in so wenig Rennspielen eigentlich vorkommt. Ich fand ihn damals bei MotoGP schon immer echt klasse und deswegen freue ich mich umso mehr, dass man jetzt hier mal die Chance hat, den auch mal in einem aktuellen Rennspiel wieder zu fahren. Oh, 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 auch wenn das hier natürlich... Oh, 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 oh. Ja, das ist so eine Sache. Also irgendwas passt da noch nicht so ganz. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir hier in der letzten Runde nochmal rankommen. Das ist natürlich sehr übel. Und immer natürlich mit der Anmerkung, ich fahre hier mit Controller, wohl oder übel. Deswegen bin ich immer so ein bisschen gehandicapt. Aber ich glaube, wir kommen hier zumindest nochmal ran. Ist natürlich die Frage, ob wir dann auch gleich vorbeikommen. Beides Audi R8 hier vorne, also die scheinen hier auf der Strecke ganz gut klar zu kommen. Haben sich auch schon deutlich hier von den Gegnern abgesetzt. Und ich weiß nicht warum, ich habe ja mittlerweile wirklich viele verschiedene Spiele ausprobiert. Von Project Cars, R-Factor 2 habe ich auch mal angezockt. Fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Ich habe damals den ersten Teil von R-Factor sehr, sehr lange gespielt, mit sehr vielen Mods auch. Aber irgendwie komme ich immer wieder zurück hier zu Assetto Corsa. Das Gesamtkonzept macht mir über die vielen Jahre einfach irgendwie am meisten Spaß. Ich weiß gar nicht warum, weil es bietet ja jetzt, ich sag mal, an Karrieremodus oder so jetzt eigentlich nicht unbedingt das, was man sich vielleicht wünschen oder vorstellen würde.
Aber irgendwie... So, letzten zwei Kurven. Wir schauen mal, ob wir hier noch irgendwie rankommen an den Audi. Der bremst hier sehr viel. Das ist unsere Möglichkeit. Und jetzt früh aufs Gas. Ja, so ein bisschen die nach außen abdrängen. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft. In der letzten Kurve sind wir dann doch tatsächlich noch auf den ersten Platz gefahren. So, das war doch mal ganz schön. Da stehen wir in der Box. Genau, da blinken die Lichter auch. Jetzt müssen wir theoretisch noch warten, bis hier die Gegner soweit fertig sind. Aber das sollte auch nicht lange dauern. Ich verabschiede mich währenddessen schon mal hier langsam. Genau, jetzt ist das komplette Rennen auch vorbei. Die Audis hier, zweiter und dritter Platz, die scheinen ganz gut gewesen zu sein. Das war es jetzt auch schon wieder für diese Folge. In der nächsten Folge gucken wir uns dann mal an, wie das Ganze beim Tag- und Nachtwechsel aussieht. Auch eine sehr schöne und interessante Sache. Macht wirklich einiges her. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Mod, dann einfach ab in die Kommentare damit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis bald.